Ich habe eine Geschichte zum Thema, der Schwab braucht niemand, der ihm zuhört. Das ist eine wahre Geschichte, die mir wieder im Supermarkt passiert ist, im Esbella, und zwar an der Fleischtheke. Ich bin also da gestanden und wollte 100 Gramm Leberkäse kaufen und habe gewartet. Und vor mir stand eine Frau und hinter mir stand eine Frau. Und ich habe aus dem Kontext rausgefunden, die kannte sich nicht. Also die beiden Frauen haben sich noch nie im Leben gesehen und ich die Frau auch nicht. Wir waren drei vollkommen fremde Menschen an der Fleischtheke. Und ich stehe da so und warte. Und auf einmal langt die Frau hinter mir, der Frau vor mir, Hände ins T-Shirt rein und tut das Wäschezettel rein, das da rausgestanden ist. Und sagt natürlich, ich tue Ihnen gerade schön das Zettel rein. Ich kannte die Frau nicht. Sie antwortet, ja, ich bin ausgestanden, das ist ganz arg nett von Ihnen. Ah ja, wisst ihr, ich habe den Titus Ihnen geschwind nein, weil mir wäre es alle mal ganz arg recht, mir da jetzt einer nein, wenn es mir noch aussteht. Mich hat niemand beachtet. Ja, hatte ich lieb von Ihnen, wisst ihr, ich hau Arsch da nicht gemerkt, dass es noch aussteht. Der Platz ist immer enger geworden, wenn mir vorkommen wie ein gelber Sack in der Biomülltonne. Wisst ihr, also darf man Ihnen einen Tipp geben, gell? Also ich schneide ja alle mal raus, das Zettel. Ah ja, das ist eine gute Idee, machen Sie das. Ja, und dann hätte ich gleich nochmal einen Tipp. Da gibt es gerade beim Chibo eine Necessaire für 17,99. Da sind zwei Scherle drin, eins mit 3 cm und eins mit 7 cm. Das mit 3 cm lang, locker zum das Zettel rausschneiden. Ich habe aufgehört zu existieren. Ja. Das kann man doch auch zum Haarschneider verwenden, oder? Ja, das kann man, aber das braucht sie nicht. Hat das sehe ich doch gleich, sie waren doch gerade erst beim Friseur. Albtraum. Und wenn zwei Schwäbinnen über den Friseur schwätzen, dann ist sowieso rum, weil dann hört es nicht mehr auf, die kriegen totale Laberflash. Ja, sieht man, es ist geil geworden, gell? Ich habe mir jetzt mal so einen modischen Undercut schneiden lassen. Ja, super. Was machen Sie oben noch ein paar fetzige Strähnchen? Nein. Ja, das ist eine so gute Idee, das könnte ich machen. Das gefällt meine Mädels im Finanzamt in der Abteilung A bis K vielleicht. Ah, ja, das ist einwandfrei. Und was machen Sie so mit Ihrer restlichen Körperbehaarung? Also auf jeden Fall, die Mädels haben endlos geschwätzt. Das ging endlos. Wenn Frau über den Friseur schwätzt, Gott endlos. Übrigens, wenn zwei Männer über den Friseur schwätzen, zwei Schwaben, Gott ganz anders. Karl, was für ein Friseur? Ja. Ah, Tübingen. Nein, nicht aus Mitleid klatschen. Ich erzähle die Geschichte absichtlich. Ich erzähle die seit 2 Jahren auf Tour und das ist ganz hochinteressant, weil das ist ohne Scheiß wahre Geschichte. Das ist so, da gibt es Halle, da verrecken die Leute vor Lachen, wenn ich das mit den zwei Männern erzähle. Und es gibt Säle wie hier, da verreckt der Witz. Egal, die Mädels waren irgendwann fertig und ich bin auch drankommen an der Fleischtheke und habe dann zu der Verkäuferin gesagt, ja, danke, ich soll schon 100 Gramm Leberkäse haben. Ja, nein, jetzt ist spät, ich habe die Maschine schon putzt.